Senf gehört zum Frühstücksei und zur Bratwurst. In vielen feinen Variationen gibt er Soßen eine pikante Schärfe. Sternekoch Marcello Fabbri weiß dies zu schätzen. Heute werde ich vorbereiten eine gebratene Gambas mit gegrilltem Gemüse, kleinen Salat und eine Senfmarinade. Senf ist nicht gleich Senf. Wenn eine Senf richtig langsam hergestellt wird, dann wird er auch viel aromatischer. Marcello Fabris Weg führt diesmal nach Kleinhettstedt bei Arnstadt. Sein Ziel, eine der ältesten Senfmühlen Deutschlands. Friedrich Morgenroth stellt Senf bereits in der 8. Generation her. Bereits 1830 hatte man in der Familie begonnen, die Wasserkraft der Ilm für die Herstellung zu nutzen. Wie vor mehr als 175 Jahren werden die Senfkörner auch heute zerkleinert. Mit einem alten Walzenstuhl, der noch immer wie geschmiert läuft. Ja, hier möchte ich Ihnen mal zeigen, wie wir den Senf erstmal quetschen. Zwar wird das Produkt am Anfang gequetscht wie Haferflocken. Ja. Und dann wird es noch zwei bis beziehungsweise dreimal drüber gelassen. Der ist richtig scharf, aber richtig. Und dann hat man eigentlich das Produkt, um den Senf dann weiter zu verarbeiten. In Kleinhettstedt mahlen die Mühlen langsam. 50 Mal langsamer als in der Industrie. Der Mahlstein wird nicht heiß, so verliert der Senf keine Wirkstoffe. Ja, alle ätherischen Öle bleiben erhalten. Und gleichzeitig entsteht über diesen Stein Quellverhalten vom Senf. Verstehe. Also, das heißt praktisch, wenn man die ätherischen Öle beibehält, dann bleibt der Geschmack von dem Senf auch viel, viel länger erhalten. Ungefähr nach 3 Monaten ein normaler Senf verliert seinen Geschmack. Die hier über ein Jahr ist immer noch gleich. Das ist nun in der Küche die entscheidende Frage. Welche Geschmacksrichtung passt zu den Gambas? Aber nach 15 Sekunden ist es eigentlich immer wieder weg. Gar nicht so einfach bei 20 verschiedenen Sorten, darunter Bärlauchsenf, Biersenf oder Orangensenf. Das ist er. Da hat diese leichte Orangennote. Das ist er, das ist perfekt. Senföl eignet sich natürlich am besten zum Anrühren der Senfmarinade. Wer es zu Hause nicht zur Verfügung hat, kann auch herkömmliches Speiseöl verwenden. Noch ein Ratschlag von Marcello Fabbri. Die Gambas sollten längs angeschnitten werden, damit sie sich in der Pfanne kräuseln. Auf Auberginen, Zucchini und Meeresfrüchte kommt am Ende noch das i-Tüpfelchen, die Senfmarinade mit Schnittlauch. Wenn man keine Zucchini oder Auberginen mag, kann man ohne Probleme auch Blumenkohl verwenden. Die passen super zusammen mit der Gambas und zum Senfmarinade. Buon appetito!